Großmama Schwein. Ja. Oh. Okay. Nice. Ja, stimmt, man kann ja auch Sachen einfach so finden. Versorgung. Gegner sind Wächter. Und wir kriegen einen kleinen Zahn. Geil. Nehmen wir natürlich mit. Wir wollen natürlich alles machen. Ganz wichtig. Wir müssen natürlich auch sammeln. Schnauze. Alles klar, mit dem Zurückkommen auseinandergenommen. Ich komme nicht vorbei, Hawk, du bist im Weg. Ja. Einmal kaputt machen. Ja, ich sammle ein bisschen Knuppatsch ein. Hawk, du sollst hier. Es geht doch. Man muss Hawk ein bisschen austricksen, damit Hawk auch das macht, was es machen soll. Was er machen soll. Ja. Hallo. Ich finde es doof, dass es hier immer gleich verteilt ist. Es sind an denselben Orten, die Dinger. Aber es gibt Schlimmeres. Es gibt deutlich Schlimmeres. Ich hoffe nur, dass sich die Sachen nicht allzu oft wiederholen. Ja, auch Put machen. Ach, der andere ist schon down. Finde ich gut. Meins. S-Rang. Sehr gut. Kleiner Zahn. Gesundheitsbonus. Sehr läuft. Läuft auch sehr gut. Man kann sich nicht beklagen. Immer an derselben Stelle. Interessant. Da können wir jetzt immer was farmen. Ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock drauf. Da habe ich schon S-Rang. Läuft. So, das Wäldchen. Ein Hauptquest wurde hinzugefügt. Zu Questmenü. Aber ganz wichtig, magischer Gegenstand. Yeah! Läuft. Ausrüsten. Meliodas. Verringert erlittenen Schaden um 5%. Geil. Nehme ich doch dankend entgegen. Todsünde Neid mit Schlangensymbol. Unbekannt. Wer könnte das wohl sein? Wen werden wir da wohl finden? Wahrscheinlich ein ganz, ganz kleines Mädel. Das wird eine große Überraschung. そろそろ本気出すか。とっとと片付けるぜ。はあ！吹き出し！
Alles klar, dann wollen wir mal Halt und Sieg spielen. Können wir den Baum kaputt machen? Nö, kommen wir wahrscheinlich nicht. Wir sind überhaupt nicht nervig. Alter, sind die nervig mit dem Gebrülle. Einfach mal hinterher. Wollen wir den nächsten? Ah, die kleinen Dinger können wir kaputt machen. Hallo? Du kommst mir nicht davon! Und den Baum zerschnetzelt. Geil! Nein, Hobby. Heid und Sieg geht genauso. Da muss der Gegner töten. Ansonsten heidet er wieder. エリザベスは聖騎士どもの暴走を止めるために俺たちを探して旅してるんだよ。そうだったんだ。僕ってばついうっかり早とちりしちゃって、ごめんなさい。このサーペントシンのディアンヌ、力を貸すよ。よかった、これでやっと静かに暮らせる。お前らも苦労してきたんだな。 Die armen kleinen Hyde and Seeks. Yay, A-Rang. Geil. Geredepunkte plus 6. Geil. Keine Belohnung. Alles klar. Nebenquest. Ah, Duellmodus. Sehr schön. Die Tote des Neids. Alles klar, wollen wir mal gucken. Wieder vereint nach 10 Jahren. Gilfander. Ah, das kann was werden, ey. Das kann was werden, ey. Potzblitz. Der kleine Gil. ようやく会えたな、七つの大罪。ギルサンダー？ギルサンダーなのですか？どうしてあなたが。ギルサンダー？どっかで聞き覚えが。お前ギルボーか。王宮にいた頃何度か稽古つけてやったことがあるよ。大きくなったな。10年経ったんだから当たり前だけど。
Sehr gut. Er hat sogar, wie soll ich jetzt sagen, die geheime Botschaft aus, die sie ausgemacht haben. Wer die Story nicht kennt, ich werde es nicht sagen, aber es ist cool, dass sie es hier auch so drin haben.他の5人のうち3人の消息は未だにつかめていないが、2人はすでに解決済みだ。強欲の罪、フォックス神話、バッセの監獄で厳重に受け、怠惰の罪、グリズリー神話はすでに死亡、死者の都に遺棄されている。サンキューギルボー、どっちか当たってみるよ。ふざけ。 Oh, doch, das wird uns gelingen. Wie mutig von Klein Gil, dass er gegen uns mit unserem kaputten Schwert kämpft. Kampftipps: Mit Täuschungsschritten kannst du hinter den Gegner springen. Eine Chance zum Angriff. Wenn ein Gegner eine mächtige Fähigkeit vorbereitet, hast du die perfekte Gelegenheit zum Angriff. Erwische ihn mit einer Combo, solange er stillsteht. Du kannst einen Täuschungsschritt ausführen, wenn du blockst. Blocke einen gegnerischen Angriff, springe hinter ihn und schlage zurück. Bewege dich mit einem Täuschungsschritt hinter den Gegner, wenn dieser blockt. Durch die Deckung. Alles klar. Verfolge Gegner, nachdem du sie mit einer Combo weggestoßen hast. Fang sie dort ab, wo sie landen, um es ihnen ordentlich zu geben. Perfektes Block-Timing. Der Gegner lässt nicht nach, wenn du nicht aufpasst. Nutzt er deine Achtlosigkeit aus. Ich bin sehr achtlos. Was achtlos, kleiner Gil. Baum ist im Weg. Ist das der Full Counter? Tatsächlich! Geil! Das ist der Full Counter! Gefällt mir! Batz! Na komm schon, kleiner Gil, steh auf! Lass uns ein bisschen trainieren wie früher! Geil, Mann! Ich probiere noch ein bisschen aus, aber es ist echt cool! Mir gefällt das Kampfsystem! Okay, doppelt getroffen. Mist. Na komm, jetzt mach erstmal den Sack zu hier. Wer die Story nicht kennt, soll sofort den Anime gucken. Auf jeden Fall. Das Recht der Anime ist echt klasse. Auf jeden Fall. Und wie ist das Spiel? Also, wenn einer der Anime. Wird man mit dem. Ja, wir spielen. Also. Man spielt die Story nach, was ich cool finde. Warte mal kurz, jetzt hauen wir ab. Okay, man spielt die Story nach von Anfang an, was ich cool finde. Und ja, ja, das Kampfsystem, es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber das Kampfsystem macht schon irgendwie Spaß. Es ist ein schönes Spiel, also wenn man die Serie mag und vielleicht auch den Manga liest, wird man mit dem Spiel auf jeden Fall seinen Spaß haben.
Es kommen später noch die 10 Gebote dazu. Das weiß ich auf jeden Fall. Ich habe mich auf... ansonsten habe ich mich nämlich null spoilern lassen vom Spiel. Ich spiele ein Spiel gerne blind. Deswegen habe ich es auch im Titel vom Stream stehen. So. Aber der Hauptmann kommt doch eher zu. Da kann doch, kleinen Lizzie nichts für. So, haben wir Gilly erstmal schön kaputt gekloppt. B. Ja, okay. Kann ich mit leben. Ja. Das können wir uns mal anlocken. Fox Shin. Ban war Kangok ni butchikomarete. Grizzly Shin. King war Shin de Haka no Naka. Yush, kimeta. Mazu wa Ban wo hiroi ni Baste Kangok ni iku zo. Baste Kangok ni shita ryuu wa. Chikai kara. Yosh, ki wo hikishimete kakaru ze, buta yarou domo. Östliche Festung ist eine Hauptquest erschienen. Sehr schön. Gilfanda wurde für den Duellmodus freigeschaltet. Geil. So mag ich das. Geräte 36%. Okay. Dann gehen wir mal auf die große Reise. Kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. So, den Kampf haben wir schon zweimal gemacht. Auf S-Rang. Prüfung 2. Ah, hier, Kampf 1. Warum auch immer erst jetzt Kampf 1 kommt. Schade, es kommen nicht wieder Steinchen raus. Schade. Aber naja. Heil und Sieg. Dann wollen wir mal. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ah. Rettet die Felder. Ah ja, ja, genau, stimmt. Die Monster, die auf einmal Rückgrat haben und jetzt alles kaputt machen wollen. So, wir retten die Felder, indem wir alles kaputt schlagen. Da war eine magische Falle. Da war eine Magiefalle. Na komm. Kiste. So, und fertig. Das war ja mal super easy. A-Rang, damit kann ich leben. Schildfragment, geil. Ja, ja, das kann ich einfach wegdrücken. Ja. Und das haben wir. Achso, wir wegen den kaputten Sachen. Das hatten wir schon, ne? Level 3! Oh, Prüfung 1. War das Prüfung 21? Okay, schön. Wir versuchen es einfach mal. Prüfung 21. Leck mich am Arsch. Okay, das könnte jetzt voll nach hinten losgehen. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Oh. Ja. Wir nehmen uns jetzt selber auseinander. Aber wir müssen wahrscheinlich
gegen 10 Gegner jetzt nach und nach kämpfen und haben nur unsere 20.000 TP. Wir werden auf jeden Fall irgendwann verkacken. Ja. Das Gute ist, ich habe mir aber gemerkt, sehr gut, dass wir die magischen Dinger benutzen können. Und da war irgendwo auch ein Grüner zum Hochheilen. Das habe ich nicht vergessen. Was? Nein, sein Ulti! Nein! So, der Kampf ist vorüber. Achso. Achso. Ernsthaft? Ich dachte, es kommt einer nach dem anderen, weil... Okay, gut. Ja, die Monster wieder. Okay. Ich dachte, wir müssen jetzt gegen 10 Gegner kämpfen. Aber okay, da habe ich mich geirrt. Ich irre mich ganz gerne mal. Wirst du Sea of Thieves als Community-Projekt streamen oder was hast du dafür geplant? Wie soll ich das am besten erklären? Ich habe vor, das mit ein paar anderen Streamern zusammen zu spielen. Oh, 300! Geil! Und als Community, ich quatsche. Man muss ja miteinander quatschen und ich quatsche gerne mit Leuten, die ich auch schon ein bisschen besser kenne. Deswegen machen wir das unter uns. Wir haben schon so ein paar Leute, die das zusammen spielen wollen. Wir wollen eine große Piratencrew gründen und das dann zusammen zocken. Aber wenn es soweit kommt, wenn es erstmal soweit ist, dann gibt es mehr Infos dazu. Dauert noch ein bisschen. Ist noch Zukunftsmusik, aber da wird auf jeden Fall was gestartet. Das machen wir mal. Alles klar. Das machen wir auch. Sehr gut. Ich glaube, Kristalle werden wir niemals zu wenig haben. Da wird immer alles kaputt hauen. Das ist sehr vom Vorteil. So, Angriff hoch. Was ist das? Verringerter Schussschaden. Ah, ich habe sowieso einen Schuss. Das passt ganz gut. Ja, warte mal. Ich muss mal was gucken. Okay. Stimmt ja, Diane können wir auch. Ja, okay, das ist jetzt für jeden. Interessant. Ist das für jeden? Es ist tatsächlich für jeden. Oh, nice. Okay. Und ich dachte, das kann man nicht für jeden einstellen. Ich dachte, wenn man die benutzt, dann sind sie weg. Ah, okay. Finde ich gut. Kennst du mich etwa nicht lange genug? Ja, schauen von den Kommentaren her, aber wir haben noch nie miteinander gequatscht. So. Da haben wir, Ist doch nicht schlimm. Ja, Steinchen. Wir gucken uns mal kurz um. Vielleicht läuft ja Mama Schwein noch über ein paar Klumpen, die wir dann einsammeln können. Das Geschunke von dem Haus, ne? Ja, da kommen wir doch bestimmt irgendwann mal durch. Ja, geil. Immerhin 10 Steine. Ja. Schunkel. So, dann wollen wir mal die östliche Festung begutachten. So.
Mhm, dann speichern wir. Der Weg zum Bastegefängnis. Mhm. Ritter. Ja. Diane und Melio. Das heißt, wir kämpfen jetzt mit Diane und Melio. Das ist nur mit dabei. Wenn ja, cool. Ora. Kinder. Oh? Warte. Was für Vorlaus? Ja, wir sind Diane! Alter! So, erstmal kaputt machen. Voll cool. Wir sind eine schnuckelige Riesin. Dreckiges Gewürm. Bats. Das ist voll cool. Was hat sie eigentlich überhaupt für Moves? Können wir auch... Okay, ich kann nur draufhauen. Und der Kampf ist vorbei. Ich wollte noch ein bisschen kaputt machen. Kinder, da steht ein Riesen. Idioten. Seid ihr blind? Ja, sind sie. Okay, mit Diane. Man ist langsam und Kanonenfutter. Aber man kann ordentlich draufzwiebeln. Blitzmerker. Was? Echt? Nur Arang? Was? Hm, die Wurst auf dem Wald? Hm, nichts Neues. Upsa. Aha. Wir müssen fighten. Wir wollen fighten. Okay, ich werde das Gelaber einfach wegdrücken. Ah, wir können die Festung durchqueren. Sehr schön. Uns ist aber nichts, ne? Okay, es ist nur der eine Kampf. Ja! Yay! Alter, ist ja gut. Okay, da oben, das hatten wir schon. Der Preis ist durchgangs, okay. Ist das einfach der eine Typ, der... Prüfung 22. Gegner ist Twingo und Gilfander. Meliodas, okay. Und Hawk. Das wird schwer. Ja. Man kann es aber versuchen. Schön, dass wir sofort, so am Anfang vom Spiel, Prüfung 22 und 21 freischalten. Finde ich toll. Der kleine Gil und Lord Twingo. Zack. Junge, du hast keine Chance. Komm her, Twingo-Lord. Mist, ich hätte Full-Counter machen können. Wenn er mich nicht angreift, dann greife ich ihn an. Honk. Oh, ich sehe gerade, wir haben sehr viele TP. Mist. Scheiße, ich habe mir aufgepasst.
Komm her, Twingo-Lord. Oh, ich hab nicht aufgepasst. Scheiße, ich bin so long. Okay, ja, der Kampf ist auf jeden Fall schwerer. Ah, die machen uns nass. Das geht immer gar nicht. Genau, Hawk, hilf mir mal ein bisschen. Ich sehe nichts. Yes, Mann. Oh, gehen wir mal zur Hand. Nein. Wir müssen wenigstens einen kaputt machen. Mann. Ah. Oh, wir kriegen voll aufs Maul. Die Zeit ist um. Achso, mit Zeitlimit. Verdammt. Ah, Kacke. Wir versuchen es ein anderes Mal. Okay, wir brauchen zu lange, weil wir noch nicht gut genug sind. Ja, verdammt. Nee, Augejuck. Ah. Okay. Da haben wir jetzt das Achievement gekriegt. Das müssen wir ein anderes Mal machen. Das ist ein bisschen zu schwer jetzt für den Anfang. Wie gesagt, Hobby wegen Sea of Thieves. Müssen wir gucken. Sieger der Gegner. Ja, komm, Stufe 2. Das kriegen wir wohl hin. Und dann machen wir erstmal weiter. Und ich würde sagen, wir machen auch noch eine halbe Stunde. Ah. Ja, ganz wichtig. Muss nämlich morgen wieder früher. Oh, da ist jetzt bumm. Oh, wir müssen sehr viel kaputt kloppen, sehe ich gerade. Was wollte ich gerade sagen? Ja, wir machen noch eine halbe Stunde. Dann mache ich heute erstmal Feierabend, weil ich morgen früh raus muss. Und ich leider nicht so viel Zeit zum Zocken habe. Es ist so traurig. Schade, da kann ich keine Randale schieben. Ah, guck mal hier, hier ist noch ein Wagen. Ja, wir sind's echt. Verehre die Seven Deadly Sins. Hier sind sie nämlich gut. Komm her, kleiner Mongo. Slap! Und Slap! Slap! Und Slap! Und Slap! Einmal Bats! Und zack! Schnauze! Und Rumsibums! Zackaboom! Das ist gerade nicht so spannend, weil wir einfach alles kaputt rotzen. Ja, aber hier, zack, 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 zack. Du kriegst einmal die Kelle. Easy. Ja, läuft doch. Ich sag nichts. Geheimnisvoller Samen. Und dann diese Position. Ich sag einfach gar nichts dazu. Hm, die Monster. Ich lasse das einfach mal kommentarlos so dahingestellt.
Okay. Da rechts haben wir keine Chance, aber das können wir soweit und so. Wenn wir kurz gucken. Wir können auch bestimmt. Bleibt noch eine Weile in dem Screen. Ja, zu spät. Hätte es ja einen Screenshot machen können. Wir können nichts herstellen. Schade. Was brauchen wir eigentlich für die nächsten Klamotten? Glänzende Linse. Juwelen. Drachenzahn. Alte Puppe. Neues Amulett. Kristall. Drachenklaue. Alles klar. Ja. Wo gehen wir als erstes hin? Dalmali, Dalmaya. Wir gehen, glaube ich, noch nach Dalmaya. Elisabeths Sicherheit Geht klar. Und hier ist wieder alles auf Null gesetzt, vom Gerede her. Ah, geil, danke. Und wieder hier rüberlatschen. Bam, 61. 12 von 28. Okay. Alles klar, da machen wir es mal hier, ne? Charakter- und Partnerauswahl. Wir können es nur. Okay. Ich dachte, jetzt können wir auch Diana auswählen, aber leider nein. Das wäre cool, Diana als Hilfe von hinten einfach alles wegwemsen mit den kleinen Steinchen. Wow, die halten echt viel aus. Muss man ja schon was sagen. Wow. War kurz gedanklich abgelenkt und da hat Hawker schon alles erledigt. Hast du schon alles erledigt? Natürlich! Okay. Boah, Nutztierleder. Ja, die spucken nur große Töne. Die können nämlich gar nichts. Bisschen geht nicht mehr und noch viel weiter. Eine Berufung. Als Luftbesieger der Gegner mit Hawk. Geil. Mit Schweinchen. Jetzt lassen wir erstmal die Haxen schwingen. Die Hawksen. Ja, warte mal. Nein, ah, meine Schwarte. Ich will doch nur. Ich das nicht. Ah, okay, ich wollte schon sagen, ich krieg das doch kaputt. Holding Ham. Es ist so ulkig. Oh, ich sehe gerade, wir müssen noch so viele kaputt schlagen. Okay. Wir müssen uns tatsächlich beeilen. Man glaubt es kaum. Hm.
ものあの顔。Was war das? Alter, ich komme nicht hinterher. Okay, ich habe zu wenig Zeit. Ich muss besser werden. Ich glaube, ich habe mir zu viel Zeit gelassen mit dem Häuser kaputt kloppen. Wir machen es nochmal. Komm, das kriege ich besser hin. Ja, das wird auf jeden Fall knapp. Ja, jetzt überspringen wir. Ich darf nicht so viel rumeilen. Oh, wir müssen voll aufs Ganze gehen. Was? Schnell mit der Klinge. Natürlich. Ja, von einem Schwein verkloppt ist bestimmt voll peinlich. Für die, nicht für uns. Ja, ich muss sagen, das läuft auch jetzt schon viel besser. Scheiß uns auf das bisschen Schaden, was wir kriegen. Ja. Alter, die mit ihrem Gebrüder, das ist ja schlimmer als die Schlammpuppen bei One Piece an den Gruß. Diese alten Holzhüsen hier. Ja, komm. Die teilen sich immer so weit auf, das ist doof. Schaffe ich nicht. Das schaffe ich einfach nicht. Ich bin zu langsam. Mann, Alter, ist doch scheiße. Ja, das stimmt. Weißt du was, ich habe keinen Bock mehr. Das dauert mir zu lange. Ich brauche mehr Damage. Ich muss mehr Damage machen. Und das schaffe ich erst, wenn ich bessere Ausrüstung habe. No, so knapp. Ja, voll doof. Aber egal. Ah, das Gefängnis. Da wollte ich doch noch gar nicht hin. Da oben ist noch eine kleine nebensächliche Quest. Kampf 7. Erstmal gucken. Ja. Charakter. Ah, wir können es aussuchen. Sehr gut. Komm, machen wir einfach mal. Da kriegen wir hin. Ich brauche ein Erfolgserlebnis. Jo. Jo. Vielleicht soll ich auch erst Bahn freischalten. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Wir machen eben das und dann holen wir uns Bahn. Ich bin kein Fan von Zeitlimit, möchte ich nur mal anmerken. So. Mal kurz nebenbei. Auch mal für kurz nebenbei. So, läuft doch. Weil ich es kann. Ja. Ich wollte gerade sagen, kriegt der Baum jetzt nicht kaputt oder was? Ist doch nur ein Baum. Zack. Und Flash. Es ist manchmal ein bisschen doof mit dem Angreifen, weil man immer
die Gegner automatisch angreift. Also in dessen Richtung. Das finde ich mir da ein bisschen doof. Ich möchte mich gerne frei bewegen können beim Kämpfen. Lief doch ganz passabel. Lief doch ganz passabel. Ja, aber hier ist die Zeit doch groß überlassen. Jedenfalls in der Mission. Das stimmt allerdings. Ein toller Arzt wird das sein. Der Arzt ist einfach super sympathisch. Mhm. Hauptquest, sehr gut. Start haben wir. Hatten wir das schon? Jo, hatten wir schon. Können wir eigentlich schon da Bahn rausholen oder müssen wir erst noch was anderes machen? Ich guck mal eben. Hallo? Okay, darf ich noch nicht. Okay, wir müssen tatsächlich erst... Okay, Bahn in diesem Stream rausholen wird erstmal nichts. Man darf ja noch gucken, ne? Lass mal einwühlen. Dim-dim. Können wir eigentlich was Neues machen? Ne. So. Die Verschwörung der Ritter. さて、バステ監獄にどう乗り込むか考えねえとな。今は監獄に向かうよりメリオダス様の傷の手当てが優先ではないでしょうか。そんな体でまた聖騎士と戦うことになったら心配すんな。なんともねえから少し寝りゃすぐ治る。おやすみ。 Und plopp, da liegt er auch schon. Ja, ich brauche nur ein bisschen Ruhe. Ich bin ja genauso robust wie Lorna Zorro. Ich habe meine Spezialität. メリオダス様、早く良くなってくださいね。さて、どうしたもんかな。お、囲まれてる？王国のやつらか。団長のことは頼んだよ。こんなの楽勝だよ。やばいね。 Wow, die haben es voll drauf, Alter. One-Hit-KO für jeden. Nehmt das, ihr Luschen. Zack. Warte mal, weil ich es kann. Platsch. Ach, da lebt noch einer. Hab ich gar nicht gesehen. Zack, 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 zack. Hallo? Einfach durchs Drauflaufen schon. Ein makelloser Kampf. Ah, wir haben nicht einen Schaden gekriegt. Cool. Finde ich gut. Total easy ein Achievement gekriegt. Geil. Bakana. Modoku wo arehodo nomaseta no ni. Kono ken wa shin demo hanasu wake ni wa ikane. Sore ga ore ni dekiru. Ja, manchmal gehen einem die Schreie schon auf den Piss. Kann man nicht anders sagen. Jo, エリザベスの豚野郎。さっきのやつらは？どうもエリザベス。 そこのクソ医者がグルになって。ばっくれやがったか。ほうぜ。待って。メリオダス様の傷はまだ癒えていないのよ。ん？なんか治ってる。騎士様、少年を殺すことは失敗しましたが、言われた通りに毒は飲ませました。
約束通り娘を返してください。娘はお前の元に返してやろう。あの世に行くお前の元へ。ね、ich find's schade, dass wir jetzt so Low Bob No Name Standardwächter haben. Warum nicht diese besonderen Wächter hier vom Orden? Oh, wie hieß der Orden nochmal? Oh, ein grausamer Reißzahn oder irgendwie sowas. Halt die Arschlöcher. Schade, dass die nicht dabei sind. Das finde ich ist echt doof. Ich hasse es, wenn einigermaßen wichtige oder bedeutende Gegner einfach ausgetauscht werden durch so Lowbobs. Schade. Aber stimmt doch. Was ist denn passiert? Wurde er angegriffen? Ich weiß es nicht. Na, USK 12. Hm. Nur kein Blut zeigen, ne? Aber Mama, ich habe mich am Papier gestellt. Was ist das für ein rotes Zeug? Tomatenmark. Ne, Tomatenketchup. Ach so. Ich finde es doof, dass immer so, dass die meisten Anime-Games immer so billig zensiert sind. Und da muss ich sagen, da macht Berserk schon einen besseren Eindruck, weil Berserk zeigt auch Blut. Finde ich toll. Als wenn man... Ich fange jetzt erst gar nicht an.私が7つの大罪を探して泣きたい気持ちぐらいはわかるさ。でもお前が王国と人々を聖騎士から守りてえって思いは涙の一つや二つで折れちまう程度のもんなのか。俺はエリザベスと7つの大罪を探し聖騎士を食い止めると決めた。たとえお前が死んでも 俺はお前との約束を果たす! Was? Ich werde mein Versprechen halten, selbst wenn du stirbst? Das ist ja mal... Alter! Das ist ja mal sowas von falsch übersetzt. Ich werde mein Versprechen halten, selbst wenn ich dabei sterbe, müsste eigentlich stehen. Selbst wenn ich verrecken sollte, machst du weiter. Oh! Alter, boah! Deutsche Übersetzung, bitte! Manchmal eine... Oh, nein. Nein, mach weiter. Und damit basta! So. Selbst wenn er jetzt tot umfällt. Warum? Ich werde niemals aufhören, für mein Königreich und dessen Bewohner zu kämpfen. Selbst wenn es mich das Leben kosten würde. Das wäre viel sinnvoller. Hobby! S-Rang! Ja, wäre ja auch meine, in meinem Namen war. Beeindruckend und ohne Schaden, ernsthaft und siegesicher gewonnen. Ja, schlingt nicht so, das ist ja ekelhaft. Ach, Frau, das ist total möglich. Wie sie sich hier die ganze Zeit regelt, ey. Ein Wassergefängnis ist deine Hauptmission. Ah, sehr schön. Eine Mission wurde. Ah, geil. Flup, flup, flup. Warte, toller Endscreen. Nein! Sicher, dass das beim zweiten Mal auch so war? Ich meine, das war... Hat sie sich auch gesagt, selbst wenn sie? Ist aber egal. Meistens ist es leider ein bisschen traurig übersetzt. Haben wir eigentlich irgendwas gekriegt? Schade. Das ist der Tag, an dem die Liebe kam. Stufe 4. Wächter, Drachenklaue. Auf der Flucht aus ihrer Heimat wurde Diana von...
Wir versuchen es einfach mal, die Nebenquest. Ja. Ich drücke das einfach mal weiter. Ja. Alles meine Schuld. Hm? Ja, wir fanden das. Aber ehrlich. Neben Quest 2, der Tag, an dem die Liebe kam. Okay. Das ist die Rückblende. Das ist die Rückblende, die wir jetzt spielen. Das ist cool. Das gefällt mir. Ah, das ist ja ergreifend. Jetzt wieder einfach jemanden an. Ich hasse das. Ich möchte doch einfach frei drauf sammeln. Jetzt muss ich mal darauf achten, dass auch ja die Markierung am richtigen Gegner ist. Das ist doof. Ja. So gut, dass sie in ihre eigenen Kameraden fallen. Das ist Stufe 4, ernsthaft? Das ist irgendwie voll low. Wenn ich mal so großkotzig sein darf. Mann, Junge, lerne mal richtig schießen. Nur sein, sie ist auf jeden Fall sehr intelligent platziert. Da, super, dass er einfach dahin sammelt. Boah, die haben jetzt echt viel Damage gedrückt. Ah, sehr gut. Danke, automatisches Zielerfassungssystem. Da schon wieder, ich hasse es. Das ist ein bisschen nervig. Okay, ja, ich muss sagen, der Kritikpunkt, dass das Kampfsystem ein bisschen überholt ist, ist gerechtfertigt. Ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Besonders, wenn man immer in die Richtungen gesappt wird, die man nicht möchte. Hätte man auf jeden Fall besser machen können. Schnauze. Und Schnapp. Wow. Das ist meins. Yay. Können wir echt die Felsen kaputt machen? Nö. Okay, egal. Ach so, okay. Das war jetzt so für das... Ey, bring mich nicht gleich um. Okay. habe ich gemerkt. Drachenklaue, hey, Dame und S-Rang. Läuft. Die Monster im Wald. Euren besten Schnaps habe ich da gerade gehört. Immer wieder gerne. Ja, das können wir uns anschauen. Ja, Ending Screen. この兄大きい女なのにさ。ディアンナ様。僕は王女さんのように小さくも家にも入れないから団長の看病だってしてあげられない。僕にできることといえば私は聖騎士と戦う力が欲しいです。大切な人たちをWie gut, dass sich das mit der Größe noch ändern lässt. Automatisch speichern. Mehr gibt's nicht, ne? Nö.
Hey, aber beides schon S. Das ist gut. Das ist richtig gut. Ja. Sehr schön. Können wir das jetzt automatisch... 10% TP, was? Können wir das jetzt ausrüsten oder ist das allgemein? Ah, okay, das ist allgemein. Sehr geil. Okay. Nice, nice, nice. So. Ja! Auf in den Knast! Geil! Aber ich würde sagen, das machen wir erst. Ist ja nicht schlimm. Ich würde sagen, wir machen heute erstmal Feierabend. Morgen werde ich nachmittags auch wieder streamen. Wahrscheinlich Shadow of Colossus, weil ich am Mittwoch leider nicht Shadow spielen konnte, weil Internet, Jungs wieder und so weiter. Seven Deadly Sins. Wahrscheinlich am Sonntag wieder. Mal gucken. Oder wir machen wieder, mal wieder Community. Ich muss mal schauen. Je nachdem, worauf ich gerade Bock habe, ist ja immer noch meine Entscheidung. Und bis dahin würde ich mal sagen, für heute können wir eigentlich... Ah, okay. Zum Titelbildschirm. Das können wir nur machen, wenn wir im Schweinehut sind. Alles klar. Abenteuer Duell. Beim nächsten Mal können wir uns auch mal das Duell angucken. Wie genau das abläuft. Kein Plan. Und bis dahin sage ich einfach mal vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Hat Spaß gemacht, das Spiel. Macht Spaß, wenn man Fan von The Seven Deadly Sins ist. Ist das ein tolles Spiel? Okay, das Kampf, ja, das Kampfsystem ist tatsächlich ein bisschen... Es hätte besser sein können. Es hätte wirklich deutlich besser sein können. Das kann man ruhig sagen. Aber es macht trotzdem Laune. Und ja, ich würde mal sagen, morgen ist Shadow of Colossus dran. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, bis dahin, einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Mal gucken, wann. 16 Uhr wird knapp. Sagen wir mal 17. Irgendwann so 16, 17 Uhr wird das schon hier losgehen. Bis dahin, einen schönen Abend. Und ja, der Chat, ne, der ist jetzt immer... Der Chat ist jetzt immer dauerhaft mit dabei. Ich habe ein bisschen rumgebastelt. Es gefällt mir. So, jetzt aber einen schönen Abend. Arrivederci, mein Kameramann. Es hat Spaß gemacht. Und bis morgen bei Shadow of the Colossus. Geil! In dem Sinne, einen schönen Abend noch. Und tüdel! Tüdel!